Ja, hallo, herzlich willkommen zu HEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Heute geht es mal wieder um Bildbearbeitung. Und zwar um das Vergrößern von Bildern. Das ist ja nicht ganz problemfrei, denn die Bilder sind ja in der Regel in Raster aufgeteilt und wenn man sie auseinanderreißt, dann kommen seltsame Effekte dabei. Das Softwarehaus Aquis, dieses russische Softwarehaus, das sich ja auf so Bildbearbeitungsoptimierungsprogramme spezialisiert hat, hat dazu was auf den Markt gebracht. Das habe ich mir mal angesehen. Das Ganze heißt Aquis Magnifier. Wir schauen uns das einfach mal an. Die Webseite dazu ist die hier. Und da kann man schon mal sehen, was die vorhaben. Und zwar geht es darum, ein Rasterbild so zu vergrößern, dass es möglichst wenig Verluste hat. Ich zeige Ihnen da mal ein Beispiel, das ich selber schon mal hatte. Und zwar gibt es hier ein Bild von mir. Das ist aus dem Jahre 1970. Gut, da sehe ich nicht viel besser aus als heute. Aber das Bild ist sehr, sehr klein. Wenn man sich die Eigenschaften mal ansieht dazu, dann ist das um 300 Pixel groß, Details. So, 319 mal 385 Pixel. Wenn ich das aber jetzt auf DIN A3 drucken will, dann sieht das sehr pixelig aus. Es ist auch ein altes JPEG-Foto. Es wird also nie richtig gut werden. Wenn wir uns das mal im Paint Shop Pro ansehen, das ist ja mein Favorite für Bildbearbeitung, und das mal ein bisschen zoomen, dann sieht man, dass es nicht sonderlich gut aussieht. Wenn ich das jetzt noch vergrößern will, auf, nehmen wir mal an, 3000 oder 4000 Pixel, dann wird die Sache problematisch. Und zwar, wir können uns das mal ansehen. Wir vergrößern das Bild einfach mal auf, ja gut, sagen wir mal 4000 Pixel steht jetzt hier. Dann muss ich natürlich kleiner machen. Und da sehen Sie, wie sehr die Schärfe nachlässt und wie sehr die Qualität denn auch nachlassen würde. Und dafür gibt es eben den Magnifier. Ich nehme den hier mal weg und hole mir den mal. Das ist die übliche Benutzeroberfläche, die Aquis immer hat. So, ich packe den mal da rein. Und was man jetzt zu tun hat, ist relativ einfach. Wie groß möchtest du es haben? Hier kann man sagen, ich hätte es gerne in Pixel. Und zwar soll der 4000 Pixel groß sein, war der andere ja soeben auch. Na, 4000, komm mal her. Warum macht das nicht? Weiß ich nicht. Sagen wir in Prozent. Er soll, sagen wir mal, in 800%. Das ist das Größte, was er kann. Nein, er kann bis 30.000 Pixel. Sagen wir, 800% soll er das Bild vergrößern. Hier gibt es auch Voreinstellungen dafür, was man so möchte. Wenn ich also das dann direkt auf DIN A4 oder direkt auf Postkarte oder auf 300 dpi oder sowas haben möchte, kann ich es machen. Aber ich mache es jetzt mal auf die Brutale. Ich sage also 800-fache Vergrößerung, 800% mit einer Auflösung von 300 dpi, und lass das mal eben durchrechnen. Was er jetzt macht, er optimiert das Bild. Er macht nicht einfach eine Pixelvergrößerung, sondern er versucht, die Kanten zu erwischen dabei und die scharf zu zeichnen. Das Ganze soll mit einer künstlichen Intelligenzunterstützung laufen. Es läuft auch hier auf dem Grafikprozessor. Ich habe ja so eine 1060 Grafikkarte drin. So, und jetzt ist das Bild fertig. Man sieht, wir müssten das vielleicht mal größer machen. Da sieht man nicht, dass die Pixelage nicht größer geworden ist. Ich kann es hier mal abspeichern. So. Ich habe es jetzt als größeres Bild abgespeichert. Das ist das, was man machen kann. Und wir können uns das auch ja mal im Paint Shop Pro ansehen. Das ist also jetzt das vergrößerte Bild vom Magnifier. Und das wäre das vergrößerte Bild einfach vom Raster. Sie sehen, dass da die Rasterpunkte, so um die Brille rum sieht man es, deutlich sind. Wobei die dann hier immer mehr verschwinden. Dafür sieht man eben andere Schieren. Man kriegt es nie ganz perfekt hin. Das kann ich Ihnen vielleicht noch besser zeigen, wenn ich dazu einfach mal eine... Wir machen die Heinze mal weg, wenn man dazu eine Grafik nimmt. Und zwar habe ich hier mal vorbereitet das HEZ-Logo. Da. Und zwar habe ich das so ausgespielt, dass es 500 Pixel hat. Und wenn ich das jetzt auch auf 4000 Pixel vergrößere, also wir können ja sehen, wenn wir jetzt hier näher rangehen, dann sieht man hier
die Zackenlinien, die auftreten immer bei einem Rasterbild. Und hier drin sieht man noch die JPEG-Artefakte. Die kriegen wir nicht weg. Das kann ich Ihnen direkt sagen, denn da sind Helligkeitsunterschiede, die wird er sich auch vornehmen. Da kann man noch dran optimieren, das sehen wir uns gleich alles an. Also der ist jetzt mit, wenn ich den jetzt vergrößere, auf, nehmen wir auch mal ruhig 4000 Pixel, dann sehen Sie, dass die viel stärker geworden sind und auch die Artefakte verschwinden nicht. Wenn wir uns das Ganze im Magnifier ansehen, wo haben wir dich? Geh mal weg. Da. Jetzt ist alles durcheinander in den Magnifier rein. So. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist auch kein Bild drin. Dann müssen wir es eben öffnen. Ah, da ist es. So, jetzt habe ich hier das Bild auch. Ich vergrößere das mal direkt auf die Bildschirmgröße. Das ist das, was ich habe. Und jetzt sage ich, jetzt vergrößere mir das mal. Auch lass mal ruhig 800% vergrößern und los. Wie gesagt, das läuft jetzt im Grafikprozessor ab. Der Grafikprozessor ist ja optimiert eben für Bildbearbeitungssachen. Wenn man jetzt sieht, das ist das hier. Das ist das Original mit den Pixelagen hier unten drin. Und das ist das vergrößerte Bild. Da sind sogar die Kanten ein wenig schärfer. Hier diese Kante im Z ist wesentlich schärfer. Allerdings die JPEG-Artefakte, die bleiben drin, die kriegt man nicht raus. Hier im Video sieht man es noch ein bisschen stärker. Auch das können wir uns ansehen. Wir können das hier speichern. So. Und können uns auch das nochmal im Paint Shop Pro ansehen. Wo haben wir das Große? Da, das ist das Große. Komm mal her. Im Paint Shop Pro. Und da sieht man die Unterschiede. Das ist also jetzt hier das vergrößerte Bild und das ist, wenn ich nur die Pixelage vergrößere. Ich habe also viel schärfere Kanten. Wofür braucht man sowas? Wenn man so wie ich so ein altes Bild hat, das nur 300 Pixel hat, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Dann macht man das eben mal. Oder ich habe hier was anderes mal vorbereitet ein bisschen. Wenn Sie sich das hier mal ansehen, ich habe also hier einfach mal diese Wand schön hier mal fotografiert. Das ist das, was Sie jetzt auch sehen, ein bisschen größerer Ausschnitt. Und hier vorne steht mein Garfield, das ist der da hinten steht, mein Chefredakteur, mein CVD, mein alles, der immer auf mich aufpassen muss. Da habe ich jetzt einen Ausschnitt gebildet, oder wir können das ja mal machen, ich habe mir den also genommen. Und habe gesagt, ich brauche bloß einen kleinen Ausschnitt von dir. So, hier, da, diese Ecke. Mehr brauche ich nicht. Dann ist das Bild natürlich auch kleiner. Dann hat das ungefähr 500 Punkte oder sowas. Müssen wir schauen. Das hat jetzt 887 Punkte. Und auch das kann ich ja zum Beispiel auf 4000 vergrößern. Und auch dann sieht man hier an den Ecken die Pixel auflösen. Das war das Falsche. Da sieht man hier an den Ecken die Pixelauflösung. Da. Jetzt machen wir das Gleiche mal. Dieses Bild nehmen wir jetzt mal und schicken das mal durch den Magnifier. Falls wir den noch haben, da ist er. So. Ach, den können wir auch öffnen. So, ich habe hier meinen Garfield. Das ist er. Und der, auch den vergrößere ich natürlich auf die Bildfläche. So, und Sie sehen, noch ist er hier relativ scharf und das wird auch so bleiben. Ich vergrößere ihn jetzt mal auch auf, bleiben wir bei 800%. Da wird man dann auch wenig Unterschied sehen, denn das ist ein Bild, das ist an sich dafür geeignet, sowas zu machen. Also wenn jetzt fertig ist, das hier das Original und das hier ist das Berechnete. Man kann, wenn man es ganz fein sieht, einen Unterschied sehen. Er hält das ganze Bild ein ganz klein wenig auf. Aber ansonsten ist es wunderbar scharf. Wir können das auch uns mal vergrößern anschauen. So, jetzt sieht man hier die einzelnen Pixel. Und Sie sehen an den Kanten, da ist keine Pixelage, sondern da ist es wirklich scharf. Wir können ihn auch mal speichern sehen, uns das im Photoshop kann man das besser sehen. Den Garfield neu. Ja. So, schauen wir uns den im Photoshop mal an. Da ist er.
Nee, das ist nur der normale Garfield. Na gut, dann müssen wir eben öffnen. Das ist ja kein Problem, der Garfield neu. Das ist er, und auch wenn wir den vergrößern, sehen wir es hier, die Kanten wesentlich schärfer sind als bei der reinen Pixelvergrößerung, die wir hier hatten. Hier sehen wir diese Kanten. Und genau das ist das, was man öfter braucht, wenn man einfach ein Bild, tja, vergrößern will. Denn die Rasterauflösung ist nicht ganz problemlos, wie Sie hier sehen können, gerade wenn Sie Grafiken haben. Also wenn Sie, ich meine, es geht besser, wenn Sie ein PNG-Bild haben. Wenn Sie eine Grafik haben, speichern die als PNG ab, dann haben Sie die JPEG-Artefakte nicht, also die Rasterausräußerung nicht. Wir können uns das vielleicht mal ansehen, wie man sowas eventuell machen würde. Ich habe hier zufällig CorelDRAW offen. Und habe dieses Logo mal als CorelDRAW-File, denn aus CorelDRAW raus kann man ja wunderschön exportieren. Das mache ich öfter. So, ich sage jetzt, die Datei exportiere mir die mal bitte. Und zwar auch wieder in den Ordner rein. Na komm, zack. Ich habe mir das auf den Desktop gelegt, tue ich an sich nicht so gerne sonst. So, und speichere das jetzt eben als PNG ab. Falls ich das finde, hier unten PNG. So. Der PNG ist besser geeignet für Grafiken. Und das Ganze soll nicht in Millimeter, sondern in Pixel und soll, was hatten wir soeben, 400 Pixel. Bleiben wir mal dabei. Oder die 5, ist egal. Nehmen wir 400 Pixel. So, jetzt habe ich die ganze Grafik als PNG da. PNG hat ja, wie ich schon sagte, einen kleinen Vorteil, dass es keine Artefakte gibt. So, da haben wir es. Wir haben hier zu viel, ein bisschen zu viel Zeug, jetzt machen wir das mal weg. Wir nur das PNG brauchen wir. Hier ist die JPEG-Version noch. So, und jetzt holen wir uns mal die PNG-Version. Gut, die hat jetzt direkt noch eine Transparenz drin. Aber Sie sehen, hier sind zwar noch die Anti-Aliasing. Sachen, also diese halbe Helligkeit dabei, aber es gibt keine JPEG-Artefakte da drin. Und wenn ich das Bild dann eben hier vergrößere, auf 4000 Pixel wieder, also das ist ungefähr Faktor 10, dann habe ich auch hier diese Linien als Treppen. Und jetzt probieren wir das gleiche mal mit dem PNG hier im Magnifier. Wo haben wir denn? Da ist er. So, jetzt habe ich auch den hier. Vergrößer den mal. So, hier sehen wir noch die Treppenstufen und jetzt vergrößern wir den auch wieder auf 800 mal, 8 mal. Und Sie sehen, die Kanten sind wesentlich glatter geworden. Also hier ist das Original mit den Treppenstufen hier in den Schrägen und hier ist das Ergebnis. Man sieht hier die leichten Schatten, die kommen eben aus dem Anti-Aliasing. Das hätte man beim Exportieren rausnehmen müssen, dann wären noch diese Kanten glatt gewesen. Und das habe ich jetzt wunderbar groß und habe das jetzt mit, weiß nicht wie viel, 1000 Punkten. Können Sie ja mal speichern. Ich habe das jetzt nicht ausgerechnet. So, müssten 3600 oder irgendwie sowas sein. Und wenn wir das jetzt hier reinholen, da, das ist das. Und vergleichen das mal mit dem normalen Pixelvergrößerung, die man sonst nimmt, dann ist das die Pixelvergrößerung mit den Treppenstufen und das ist die, die der Magnifier kann. Also durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz wird die Qualität der Bilder wesentlich besser, als wenn man einfach nur die normalen Pixel-Algorithmen nimmt, die man sonst üblicherweise in den Bildbearbeitungsprogrammen hat. Da ist er. So, und der Magnifier kann eben hier Voreinstellungen, also 800, 200 mit Smoothing, das kann man vielleicht auch noch machen, wenn man ein gerastertes Bild hat, das relativ schlecht ist, dann gibt man hier ein bisschen Smoothing, also ein bisschen Glättung ein, dann sind die
JPEG-Artefakte nicht mehr so stark, die werden dann weicher. Also das sieht er hier vor zum Beispiel. Und dann gibt es hier, wenn Sie das eben auf Postkarte wollen oder Sie wollen es auf A4 direkt ausgeben für A4 oder mit 600 dpi, dann macht zum Beispiel, Sie wollen die gleiche Größe behalten, aber die Pixelauflösung vergrößern, 600 dpi, dann macht er Ihnen das. Also, das ist von Aquis, der Magnifier. Zudem wollte ich Ihnen heute mal ein bisschen erzählen. Wie gesagt, Aquis ist ja der Laden oder der Softwareladen, der sich spezialisiert hat auf Bildoptimierungsprogramme. Die haben keine große, komplette Bildbearbeitung. Denn auch diese Effekte kann man auch, habe ich jetzt hier nicht gezeigt, kann man in Paint Shop Pro einbinden, kann man in Photoshop einbinden und in die meisten anderen Bildbearbeitungsprogramme auch, sodass man die dann einfach unter den Effekten hat, als Erweiterung hat und kann sonst die mächtigen Bildverarbeitungsprogramme, die man hat, weiter nutzen. Das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf heinzschmitz.org.